Ah! Vögel mag sie kein. Eine Vogelscheuche da hinten. Hehehe. Oh, ich bin so schlau. Und lasse meinen Esel wieder stehen. Egal, wir können ja jetzt sprinten. Das muss es sein. Die Vogelscheuche auf dem Feld nahe Furzanden an meiner Seite wurde ein Holzpfeil befestigt, ein bisschen offensichtlich, der in den Wald Richtung der großen Mauer zeigt. Nicht unbedingt unscheinbar, dieser Hinweis. Ja, dachte ich mir auch gerade. Und dieser Pfeil hätte eigentlich jeder locker wegdrehen können. Zeigt zu einer Steinmauer und wir haben einen Schlüsselstein. So, so. Du zeigst mir also hierhin. Aha. Oh. Wo sind wir eigentlich gerade auf der Weltkarte gesehen, so relativ? Schrein von Erodan. Mhm. Verborgene. Was? Wer? Oh, be Jesus. Du bleibst schön da, mein Sackmann. Ey. 240 Erfahrung, wow. Wurzeln, was ist das denn? Druidenelementar. Oh, geil, Mann. Tja, jetzt müsste ich auch nur hier mal durchkommen. Ach, Kacke. Huch. Kann ich das irgendwie wegfeuern? Ah ja, sehr gut. Oh. Ach, vielleicht mit Y? Ah ja, sehr gut. Mit Y kann ich das auch kurz wegziehen. Na, komm. So, wir sind drin. Druidenelementare, es regnet kräftig. Hallo, liebe... Hallo. Schlüssellochpfeiler. Ich wollte gerade sagen, hallo, liebe Statue. Möchtest du mein Schlüsselloch? Mein Schlüssel? Das Loch habe ich nicht. Wo habe ich das jetzt reingesteckt? Das hat sich geöffnet. Hä? Ah, ah, Hilfe! Ah. Huch. Ah, okay. Wow. Und jetzt? Ah, verborgene Tempelanlage. Im Boden eine Tür. Oh, ist das nice. Dafür haben wir also den Schlüsselstein gebraucht. Oh, ist das interessant. Ich konnte mit Hilfe des Schlüsselsteins den geheimen Eingang in die alte Tempelanlage öffnen. Richtig finden. Oh. Ohne die Fackel sieht's aber auch ganz schön awesome aus hier. This is fucking awesome. Ah, dieser dreckige Ohrwurm schon seit Wochen. Das sieht aus wie hier eine Giftgaskammer. Mit diesem ganz unscheinbaren Loch im Boden. Oh, Moment. Was wir gleich mal ausprobieren können. Hier gibt es ja so viele Sachen zum Einsammeln. Kann ich das einfach überall so machen? Ah, ist das cool. Komm ich da ran? Yes! Okay, also ich muss schon gerade davor sein, dass ich das Ding auch tatsächlich aus der Haltung herausheben kann. Ja. Oder vielleicht muss ich nur näher dran sein? Okay, also wie es aussieht, kann ich mit dem Telekinese-Zauber... Wir müssen ja immer noch rausfinden, wie das Ding funktioniert. Ja. Nur hoch. Direkt hoch. Oder zu mir ziehen, so über Umwege. Weil der Abstand bleibt immer gleich. Das kommt nicht näher zu mir und ich kann es auch nicht mit E aufheben. Ich muss, so wie ich den Gegenstand aufhebe mit dem Telekinese-Zauber, genau in dem Abstand verbleibt er auch. Ich kann ihn nicht... Oder doch, warte, mit... Oh, jetzt wollte ich das ausprobieren. Wir probieren es gleich nochmal aus, meine Freunde, sobald wir die nächste Gelegenheit haben. Angriff und Blockentaste hieß es ja. Ah, super, hab ich doch gewusst, Jesus. Beruhig dich, Sana. Ach, sehr gut, ich habe schon näher rangezoomt. Rechts unten in die Karte. Ich wollte gerade nochmal testen, ob ich das wirklich gemacht habe. In der Ecke waren wir noch nicht, aber hier gibt es auch nichts. Okay. Gehen wir mal weiter. Zur Sicherheit schon mal den Feuerzauber ausrüsten. Because you never know.
kurz mal auf die Uhr gucken. Ich habe heute leider nicht so viel Zeit, um aufzunehmen. Meine Zeit ist knapp begrenzt. Auch wenn die Quest mich wahnsinnig anspricht und ich die super spannend finde. Oh. Oh. Hallo. Was ist das denn? Boah, sieht das geil aus. Gibt's hier noch was? Wo führt das hin? Aha, okay. Werde ich wahrscheinlich gleich für das Rätsel brauchen, nehme ich mal an. Ich kann hier einfach runterspringen. Und an der Decke hängt eine gewaltige Wurzel, Wurzel, Wurzel! Das musste einfach sein. Abkürzung Deluxe. Führt aber wahrscheinlich in den gleichen Raum, wie ich da oben gerade eben betreten konnte. Was haben wir da? Zwei Teleportruhen, schon mal sehr willkommen. Ein Schalter. Mehrere, drei Schlüsselsteine und eine Notiz. Lesen wir erstmal seine Notiz. Und eine Schatztruhe, aha. Mit vier Schlitzen, aber nur drei Schlüsselsteine. Verschiedene Plattformen, das könnte eine Falle sein. Ich will hier noch nichts betätigen. Gucken wir erstmal, was er uns geschrieben hat. Ihr seid würdig. Nun, da ihr hier am Ort eurer Belohnung steht, was schon, und dies hier lest, habt ihr euch als würdig erwiesen. Es fehlen nur noch drei Dinge, um den Schatz zu heben. Bringt sie her und ihr werdet reich belohnt werden. Der untere Teil des Dokuments zeigt die Orte, an denen sich die Artefakte befinden sollen. Ich bin am Ort der Belohnung angekommen. Doch werde ich drei Dinge benötigen, um den Schatz zu heben. Ich habe die Orte auf der Karte eingetragen. Aha. Was ist das hier? Schlüsselstein. Ne, das ist der hier. Ja. Und mit den Dingern kann ich hier nichts machen, nein. Mit der Schatztruhe kann ich vorerst auch nichts machen. Okay. Oh, ach so ist das, mein Freund. Drei Schätze, sagst du, ja? Eins, zwei. Oh, hier waren wir schon mal in der Nähe, gar nicht mal so weit weg. Und in den Norden müssen wir sowieso. Wir haben ja hier eine Quest. Mit irgendwelchen Artefakten. Wir haben hier eine Kopfgeldquest. Und dann können wir weiter direkt hier zu dieser verschollenen Tempelanlage. Und davor würde ich sagen, gehen wir hier nach unten, die andere Quest weitermachen. Und danach kann ich, weil wir sowieso hier unten sind, gleich mal in die anderen beiden verschollenen Tempelanlagen. Was passiert, wenn ich den Knopf jetzt schon drücke? Hallo? Bitte töte mich nicht. Diese Vorrichtung ist noch nicht bereit, sagt er mir. Okay. Und die Quest sagt mir einfach drei Dinge. Okay. Also müssen dreimal in solche Tempelanlagen. Und dann kriegen wir die Belohnung. Bis zu der Stelle hat mir die Quest auch wahnsinnig gut gefallen, muss ich sagen. Auch wenn ich ehrlich gesagt... Na okay, das Licht ist hier nicht so atemberaubend im Raum. So im Vergleich zum letzten. Im letzten sah das nämlich noch ein bisschen geiler aus. Vielleicht laufe ich... Ich laufe mal, während wir hier rauskommen, wieder ein bisschen so rum. Wieso nicht? Wobei, ich muss eigentlich gar nicht hier den ganzen Weg aus der Ruine rauslaufen. Weil ich mich ja sowieso teleportieren will. Also, ein Rätsel gibt's jetzt leider hier nicht an dieser Stelle. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Auf jeden Fall interessant designt und machen mal etwas Besonderes im Vergleich zu sonst, wo wir immer unterwegs sind. Aber was ich wirklich so ein bisschen schade finde, ist, dass die Macher der Quest wieder leicht abgedriftet sind. Es hat cool angefangen mit der Schnitzeljagd und so ein bisschen suchen und auf mysteriöse Art und Weise die richtigen Punkte zusammensuchen und alles. Und dann am Ende ist man doch wieder in das alte RPG-Standard behaftete Sammel drei davon, die sind quer über die Weltkarte verstreut. Zum Glück nicht über die komplette Weltkarte, sondern nur über das Mittelreich. Aber ja, dass im Prinzip einfach wieder so in dieses alte Muster verfallen wird. Sammle so und so viel davon und davon und reise dazu quer um die ganze Welt einmal. Ist ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz, die Quest war richtig cool. Aber bevor wir an dieser Quest weiterarbeiten, weil da müssen wir sowieso einmal tief in den Norden. Wollen wir uns Spurensuche wieder reinhauen? Und ich würde sagen, ich schneide einfach mal dahin, ja?
Ich werde diesen Weg jetzt zu Fuß laufen. Und ich würde sagen, ich teleportiere mich zur Abtei Tirin. Nein, zusammen machen wir zuerst mal dieses Schattenruf-Minentor. Das heißt, ich laufe dort zuerst hin. Wir haben jetzt 3 Teleportrunen wieder gefunden, also keine Sorge, alles im grünen Bereich. Dort zuerst, weil da der liebe LMFAO Risen. Ich weiß einfach nicht, wie ich das schnell aussprechen soll. Weil er uns gesagt hat, dass wir mal da hinreisen sollten. Ach, ihr könnt nicht warten, wenn sich Feinde in der Nähe befinden. Du kannst nicht reingehen, weil das ein Einbruch ist. Dann gehen wir mal hier rein. So, lieber Erodan, die habe ich ja hier, ne? Die Quest schon geholt. Die Holde Maid. Genau, irgendjemand hat mich ja nochmal darauf hingewiesen, dass hier ein schmutziges Buch hinter der Statue liegt. Aber dieses Buch habe ich tatsächlich schon mal vorgelesen. Das ist irgendwie 30 Episoden oder so schon. Nein, länger. 70 Episoden her oder so? So, ich warte mal wieder bis morgens, damit ihr schön bei Tageslicht alles erlebt. Ich weiß zwar, dass viele von euch auch Fans von meinen Nachtwanderungen sind. Aber ja, letzte Aufnahme habe ich ja schon mal begründet. Weswegen es nicht unbedingt so optimal ist, wenn ich bei Nacht hier unterwegs bin. So, unser Ziel ist es... Jetzt komme ich nämlich mit dem Esel so gut hin. Weißt du was, mein lieber Esel? Ich parke dich mal hier. So, du bleibst hier stehen. Und ja, ich habe gesehen, dass mein Charakter in den Boden abgesunken ist, so wie er es eigentlich fast immer tut, wenn ich vom Esel absteige. Du bleibst hier. Und ich hoffe, du bleibst auch tatsächlich hier. Ich komme dich später wieder abholen, weil es führt hier wirklich kein schöner Weg direkt zur Schattenrufmine. Und zu Fuß sind wir wahrscheinlich ein bisschen schneller unterwegs. Deswegen mache ich das einfach mal ganz fix so. Und dann holen wir meinen Esel ab und dann werde ich einfach, wahrscheinlich noch bevor ich den Esel eigentlich abhole, einen Speicherpunkt anlegen. Da fällt mir gerade ein, ich bin noch nie in diesem See tauchen gegangen. Gibt's hier vielleicht irgendwas unten? Oh, Geheimnisse im großen See. Oh, ich kann sogar unter Wasser sprinten. Also ich meine, wer kann nicht schneller schwimmen? Oh Jesus! Oh, ich hatte keine Ausdauer mehr. Ich bin im Wasser hingefallen. Auch interessant. Scheint aber nichts Besonderes zu geben in diesem See. Auch wenn ich schon mal gehört habe. Ich weiß nicht mehr, wer von euch mir das gesagt hat. War das hier in diesem See? Ich weiß gar nicht. Oi! Jetzt aber Ruhe hier im Kasten. Ich habe wirklich 2 Schläge gebraucht. Ist ja der Wahnsinn. War das hier in diesem See? Oder war das in einem anderen See, wo ich ganz am Anfang mal war? Auf jeden Fall wurde mir gesagt, in irgendeinem See, wo ich... Ach, beim Sanktum im See, glaube ich. Ja, genau, ich erinnere mich. Beim Sanktum im See war... Moment, hier bin ich noch nicht richtig, oder? Schürferstelle? Nein, aber wir haben schon mal die richtige Richtung. Beim Sanktum im See nämlich wurde mir der Tipp gegeben, dass ich da mal mich vielleicht ein bisschen genauer umschauen könnte, weil das Sanktum für mich ein Easter Egg parat hält, also der See, nicht das Sanktum an sich. Und das würde ich doch gerne mal nochmal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. So, wo bin ich hier? Oh, das war ja ein bisschen abisele blöd, um da hinzukommen. Oh, hier hat ja irgendwas gebrannt, das ist glaube ich normal, oder? Ja genau, ich erinnere mich an die Brücke, an der wir hier damals vorbeigelaufen sind. Da gab es einen Trank unten drunter, an den ich nicht rangekommen bin. An den ich jetzt aber irgendwie sehr leicht rankomme. Das ist irgendwie merkwürdig. Ich bin ja so brav und höre auf euch. Geht zum Tor, sagt ihr mir. Und ja, Trolle und so. Was ist hier geschehen? Warum seid ihr da? Geh weg! Weg da! Oh, die sind sogar Stufe 15. Puh, 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 puh. So, Rosette. Oh, das hat gesessen.
gefährlicher Höhlentroll. Gleich nochmal hier mit meinem wunderschönen Dingenszauber. Tatsächlich, die sind auch wirklich Stufe 15. Nein, die Trolle in Nerim haben kein wunderschönes Trollfett. Oh, da ist ja noch einer. Oh, da war ja ein Händler. Ob der noch lebt? Wenn die Trolle, wie es scheint, aus den Höhlen ausgebrochen sind. Gratis Erfahrungspunkte. Grubenratte. Komm, ein Zauber noch. Einen hau mal noch rein und dann gibt es einen Baseballhieb. Wuppau. Volles Rohr hochgeschlagen. Auch wenn ich sagen muss, dass es mit der Zweihand-Axt deutlich geiler aussah, wenn ich mal richtig fett ausgeholt habe. Noch einer. Wo? Gott, ich habe ja wirklich die ganze Bagage am Hals. Und ich dachte, ich hatte die Mine schon ganz gut ausgeräumt, als ich das erste Mal da war. Hier liegen auch keine Sachen mehr rum. Ich habe so das Gefühl, dass die ganzen Wachen die Beine in die Hand genommen haben, alles, was irgendwie wertvoll war, eingesteckt haben und dann eiskalt abgehauen sind. Hier war ein Händler. Oh, tatsächlich. Der hat wohl keinen Bock mehr gehabt. Noch mehr von denen. Wir gehen mal oben in die Mine, also oben nicht in die normale Schattenrufmine, wo wir damals drin waren, sondern... Du bist schön ruhig, mein Freund. Sondern in den Minenabschnitt, wo damals der Kerl war, dem wir mit dem Helm ausgeholfen haben. Der war ja direkt hier. Gott, sind das viele Trolle, das ist der Wahnsinn. Ihr dürft mir alle schön wegbleiben. Komm, den kassieren wir mit dem Feuerball. Nice. Ich glaube nicht, dass die mir jemals irgendeinen Loot abgeben werden. Und... Tschu. Gott, das macht einfach viel zu viel Spaß mit der neuen Waffe hier. Auch wenn die ultra hässlich aussieht. Und einige von euch haben auch schon gesagt, ist zwar effizient, aber... Oh Gott, Stone, mir wird schlecht, wenn ich das Ding anschaue. Nein, da oben war nichts. Glaube ich. Also, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, aber... Mein OCD und meine unglaubliche Neugierde in Rollenspielen lassen es einfach nicht anders zu. Ich muss nachsehen, ob ich auch wirklich die Ecke da hinten erkundet habe. So, mein Freund, dem ich mit dem Helm geholfen habe. Bist du noch am Leben oder ist dir auch alles schon befallen von diesen Trollen? Guten Tag. Hallo? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist ja echt alles voll mit denen. Verseuchtes, dreckiges Minengebiet. Kann das irgendwie gar nicht so recht glauben. Sind die wirklich alle mir weggestorben? Nein, kann auch nicht sein. Nein, gestorben können sie gar nicht sein. Ich sehe ja nirgendwo ihre Leichen. Hier ist ja niemand. Hier liegt ja niemand. Ich glaube, die haben gesehen, wie die Trolle hier langsam aber sicher alles... Das ist neu. Wie die Trolle alles eingenommen haben. Hallo. Also wie es aussieht, haben die noch versucht, irgendwie hier das zu versperren, sodass die Trolle nicht ausbrechen können. Aber ein paar haben es trotzdem noch geschafft zu flüchten. Da bist du. Gott, mir ist es gerade eben eiskalt den Rücken runtergelaufen, als ich den Schatten da gesehen habe. Das war etwas schockierender als erwartet. Gibt's hier neues Eisenerz? Ja, sehr gut. Denn wie jeder weiß, wächst Eisenerz nach. Ausgezeichnet. Wie mir scheint, haben die wirklich hier alles noch versucht, einigermaßen zu verbarrikadieren und abzuhauen. Oh Gott. Oh, geh weg. Schön auf die Stunts, ihr Schweine. So, das hast du davon. Der eine hat ein bisschen mehr Schaden gemacht. Höhlentroll, hier, der da. Sind das nicht die gleichen aus der Stahltrossmine? Stufe 18, doch ja, könnte gut sein.
Das ist das gleiche Modell. Merkwürdig. Und sonst gibt's hier nichts? Echt nicht? Wundert mich übrigens, dass so ein paar verfaulte Bretter angeblich ein paar Trolle zurückhalten konnten. Nope. Das letzte Mal haben wir hier die Rattenplage beseitigt und dann waren da noch ein paar wilde Wölfe, aber ansonsten nichts. Und jetzt war das einfach mal quasi eine kostenlose, riesige XP-Welle, die wir hatten. Moment, könnte ich? Ich glaube, ich konnte mir meinem Tagebuch meinen XP-Stand nachgucken. Genau, ich hatte 3400 Erfahrungspunkte und wir haben hier tatsächlich 2700 Punkte nochmal gesammelt. Das ist ja ganz schön heftig. Jetzt wollte ich... Nein! Mit Escape oder mit Tabulator das schließen. Okay, also das ist ganz schön krass. Alle haben die Beine in die Hand genommen, sind geflüchtet ohne Ende. Aber ich würde sagen, ich habe jetzt auch nicht mehr so sonderlich viel Zeit, denn die Aufnahme sollte ja nicht zu lange dauern, weil ich nehme jetzt gerade Sonntagabend... Moment, wie viel Uhr ist es gerade? 20 nach 11 und die Leute schlafen hier schon zum Teil. Und ich möchte sie nicht von ihrem Schlaf abhalten. Aber ich dachte mir, ich habe nur noch Material für eine Folge für nächste Woche. Oh, das könnte knapp werden. Also hau ich nochmal kurz eine kleine Aufnahme rein. Und ja, ich denke nicht, dass es hier in der eigentlichen Schattenrufmine noch irgendetwas Besonderes zu holen geben wird. Oh Jesus. Den machen wir noch. Oder gibt es da jetzt in etwa in der Schattenrufmine überall jetzt diese höheren Trolle? Man weiß es nicht, aber ich denke nicht, dass ich da hochlaufen werde. Vielleicht, wenn ihr mir sagt, hey Stone, geh unbedingt in die Schattenrufmine rein, weil da irgendwas voll geil leuchtet und du liebst glitzernde und leuchtende Dinge und du musst unbedingt da rein und musst auf jeden Fall einsammeln. Auch wenn das letzte Mal der liebe Merzul, der uns von da abgeholt hat, Gott hab ihn gnädig, alles in Brand gesetzt und getötet hat. Aber wer weiß, vielleicht sind da wieder ein paar respawned, vielleicht gibt's da neuen Loot, ich weiß es nicht. Wenn ihr die alte Schattenrufmine empfehlen würdet, dann gehen wir rein. Ansonsten würde ich mir das gerade sparen, weil wir haben die ja schon mal komplett durchgerast, durchgearbeitet. Und ich würde sagen, dann, falls ich nicht in die Schattenrufmine gehe, machen wir das nächste Mal bei der nächsten Aufnahme direkt weiter mit der lieben Spurensuche, mit dieser Quest, die dort ist. Und ich werde das so machen. Wenn die Aufnahme das nächste Mal beginnt, werde ich direkt schon dort sein. Ich werde gucken, dass ich den Pfad hier finde, den Weg, der mich dorthin führt zu unserem Questmarker. Und sobald ich am Eingang des Pfades stehe, werde ich die Aufnahme wieder beginnen. Und bis dahin werdet ihr euch das aber nicht nochmal antun müssen, wir waren ja schon überall dort. Falls ich irgendwas Interessantes finde, vielleicht werde ich das dann nochmal kurz aufnehmen, mit der Aufnahme einspringen. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal beim Questmarker. So, das war die kurze Aufnahme für heute. Bis dann!